So. Also, wir brauchen jetzt mal ein paar temporäre Kisten, die wir irgendwo hinstellen, wo ich das ganze Zeug mal temporär zwischenlagern kann. Da reicht es voll aus. Echt? Ohne Scheiß. Das ist sowieso falsch. So, das heißt, der ganze Kladderadatsch mal ist hier raus. Damit ich da die ganzen Dorfe hinstellen kann. Wo dann so Industriezeug und so reinkommt. Lagert denn so viel? Ups, danke dafür. So, die Kiste leer gemacht. Oh, wieder voll. So, 1, 2, 3, 4. Haben wir das dann schon mal? Ich packe euch nochmal raus und packe euch mal hier hin. Ja. Sie hat mit einem M geschrieben. Dieser Hundmensch. Jetzt los, die Dwarver und Dwarver zu lagern. Oh, eine witzige Begebenheit. Oh, yes, boy. Meine Maus wird mich heute Abend verprügeln. Die wird heute mit einer Linse im Bett stehen. Oh, so, jetzt was gemacht, dann muss gemacht werden. Danach haben wir es ja geschafft. Können wir noch mal ein bisschen am Dach Feinschliff anlegen und dann haben wir alles geschafft, was wir schaffen wollten. Hey, warum ist der Eiffel frei? Ach ja, weil die ja vier reich sind und dementsprechend man ein Bonusfeld quasi hat, weil es hier eine ungerade Zahl ist. Haha, so, kann ich, so schnell kann es gehen. So. Bam, bam. So, ihr kommt mal kurz hier mit rein. Nein, die anderen damit rein. So. Jetzt wieder alles raus. Oh Gott, Alter. Was, Bruder? Ah, ich hab mal schon warte. Ah, oder? So. Sieht aus wie ein Teppich. Was mache ich eigentlich gerade? Was tue ich hier? Hat das überhaupt 50% voll? Ah, wird eng. Wie gesagt, das was halt in einer Kiste ist, passt halt wunderbar rein, aber eben, mehr halt auch nicht. Das heißt, wir haben dadurch nicht mehr Platz. Wobei ich kann Upgrades machen. Also bauen, erzeugen, stellen, machen, was auch immer. Und ja, dann. Was wollte ich gerade erzählen? Genau, ich kann Upgrades machen und dann passt doch mehr rein als in einer normalen Kiste. Das heißt, ich kann dann hier tatsächlich schön viel Brennholz lagern oder Brennholz. Sind da eher Brennblätter. Hauptsache es brennt. V
aufgefallen, wie gesagt, so viele Blätter, wie ich halt habe und noch bekommen werde. Da ich ja, die Bäume generell jetzt mit dieser komischen Abschlagtechnik abschlage und dann die Blätter mit abgefarmt werden. Deswegen werde ich noch ganz viele Blätter bekommen. Die ich alle irgendwie einlagern muss. Ich meine, ich könnte so wegwerfen, aber wie gesagt, wenn wir sowieso Brennholz brauchen und die Blätter ja brennen, dann kann man die auch dafür verwenden. Und vor allen Dingen dadurch, dass dadurch nicht viel langsamer brennt oder ähnliches, sondern die Blätter einfach nur schneller verbraucht werden, ist es genau das, was man braucht, um glücklich zu sein. So, das kannst auch weg. Yay, so muss das sein. Und so, jetzt kommst du bitte. So, was wir auch jetzt gibt es denn überhaupt? Und was Billiges. Wow, fängt ja echt gut an. Stahlschubfachverbesserung zweifach. Sieht ja schon ein bisschen Gold. Diamant, habe ich Gold? 4 Stück brauche ich da pro Feld. Das wäre zumindest mal etwas, wofür sich Gold lohnt. Aber wie es aussieht, haben wir tatsächlich kein Gold bisher. Ah gut, dann muss ich doch diese Stahldinger da opfern. Natürlich auch unschön. Wobei noch reicht's ja, von daher. Und jetzt hier noch. Ja, hab ich. Perfekt. Okay. Damit sind die Dinger schon mal fertig. Und jetzt heißt es Kisten weiter aussortieren. Eine Scheiße. Ich kann Blätter gerade schon fast nicht mehr sehen. Ey. So, wir haben 4 Arten. Kann das sein? 1, 2, 3, 4. Ja. Dann nutzen wir dafür einen gesamten Dorfer. Bam. Wieso geht das nicht? Ach, das sind nochmal andere. Lass mich verarschen. Ach so. Okay, jetzt kann es auch hin. Bin schon wieder am, Scheiße. Das sind jetzt was für Blätter? Truppenblätter. Okay, bald bin kurz im Bananaland. Also Bananen haben wir hinten auch, ne? Da sind viele. Da hinten, guck mal, da Bananen, da sieht man sie. Oh mein Gott. So, als nächstes kommt dann ja wieder Zeugs aus der Küche. Obst mache ich mal in einem nächsten Durchgang. Versuche ein bisschen nach Obst und Gemüse zu trennen. Ja, rote Beete würde ich ja, ich persönlich doch eher nochmal separat machen. Sowas wie Gewürz oder ähnliches. Himbeeren, Blaubeeren, das ganze gute Zeug. Nam, 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 nam. Ja, Saplings müssen wir natürlich dann auch nochmal separat machen. Ach Gott, Alter, schon. Es artet einfach. Das machen wir hier so hin. Da gibt es dann auch noch die von Dichterungszahl, diese Truppen-Sappings. Hanfblatt. Was? Hanfblatt, das war doch, glaube ich, für Getränk, ne? Ja, genau. Hanfblatt ist für Getränk. Hanfblatt. Nee, okay. Hanföl. Also kein Getränk. Hanfseier? Lol. Kann man sich damit abseilen? Das wäre natürlich richtig geil so für, Höhlen und so. Da kann man sich das runterhangeln. Geil. Denke ich mal. Okay, mehr ist hier erstmal nicht drin an Obst/Gemüse.
Genau, das ist das, was ich genau meinte mit dem, was dann auch hier mit rein muss. Da. Gut. Also ist hier oben noch was immer das sein soll. Also, das sind natürlich Bohnen, aber Bohnen ist auf jeden Fall Gemüse. Von daher sollte das so erstmal passen. Gut, dann fordere ich das erstmal ein. Ach, hier siehst du, ich habe ja schon verloren. Dann kommst du nochmal raus. Dafür kommen nämlich die da rein. Das passt dann besser. Jetzt passt nicht hundertprozentig, aber das passt am ehesten. Sagen wir mal so. So. Wie schön erbt der Name. So, das ist auch noch alles Obst. Das kommt dann auch mit in die oberste Reihe zu den Erdbeeren. Sehr schön. So, hier ist alles richtig, ne? Ja. Achso, siehst du? Ich kann natürlich die hier. Können wir eigentlich da mit rein. Na gut, dann mache ich euch doch damit rein und dann kurz mal. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt kommt Sachen wie Kakao. Habe ich Kaffee? Ja. Mehr aber auch nicht. So, was kann man noch im größten Umfang, war ich jetzt mal, essen? Ach doch, ich schmeiß auch schon was rein. Noch mehr nicht. Das war's dann. Okay, machen wir schon mal alles. Anfangs erstmal so eine kleine Extra-Position, weil ich absolut nicht weiß, was ich damit anfangen, also ja, wann ich damit was anfangen soll. So, und jetzt kommt alles weitere, was halt so noch existiert. Ja, gut. Dazu gehört zum Beispiel das ganze Holz. Das ganze Sakura Holz. Hä, ich hatte doch massig. Oder habe ich die gesamten Masse schon wieder verbraucht? Das wäre natürlich irgendwo witzig. Tatsächlich. Oh, draußen die Felder sind schon wieder fertig. Lol. Gut, dann würde man sagen, ich nehme erstmal das ganze Holz. Alles, was so ein Holz da ist, packe das in eine Kiste. Vier Sorten, passt ja perfekt. Ah, lol. So, passt besser. Okay, das gleiche jetzt nochmal natürlich mit dem, den fertigen Brettern. Okay, so viele gibt es davon gar nicht. Beziehungsweise habe ich gar nicht. Dann würde ich mal sagen, ich mach mal hier nochmal einen so ein Dingsmuster. So, Kirsche kommt um links, Tropen kommt um rechts, das kommt um. Ist das S-Bahn? Ja. Und das kommt da. Perfekt. So, jetzt kommen die ganzen Siblings hier. Die pack ich. Ah, die passen irgendwie nicht wirklich hin. Ne, mache ich hier mit. So. Kirschbaum. Normaler Baum. Für die beiden habe ich nichts. Lol. Ist sehr interessant. Ah, doch. Truppen habe ich. S-Bahn habe ich nicht. Doch, okay, dachte schon. Normalerweise achte ich ja eben penibel darauf, dass wenn ich Holz verwende, ich auch für Nachschub sorgen kann. Von daher war das gerade ein Rätsel, wie ich das nicht haben könnte tun. So,
So, ich hab's. Was muss ich noch machen, wenn Server hinzusteht? Muss einen Server aufmachen. Guck mal, wo du dein Freund reinlassen kannst. Wie das geht, Komma, steht in diversen Wikis. Ja. So, würde ich sagen, mache ich auch an der Stelle jetzt mal kurz wieder Feierabend. Da sehen wir uns gleich zur letzten Folge für diese Woche wieder. Bis dahin, ciao mit V.